Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed Unity. Und ja, in der letzten Folge sind wir hier mit Napoleon Bonaparte so ein bisschen rumgelaufen. Schönen guten Tag. Ja, sehr schön. Das klappt doch wunderbar. Das Problem wird sein, auch nur ein Level 2er Schloss. Auf Anhieb, ich kann es ja kaum glauben, dass wir das einfach so geschafft haben. 1500 Fronts, nicht haben oder nicht haben, nehme ich natürlich gerne mit. Gut, dann gucken wir mal, was machen wir als nächstes. Ich hatte vor, mal einen kurzen Besuch im Café Théâtre. Café Théâtre? Achso, ja, falsch um die Karte. So. Schnellreise, ja bitte. Ja. Und ein Ladebildschirm. Woo! Yay, Ladebildschirm. Woohoo. Ist das ein Spaß? Vor allem, ich verstehe immer noch nicht, warum jetzt mein Einkommen so viel niedriger wieder ist. Mich jetzt dadurch, dass ich die Gesellschaftsclubs gekauft habe, mehr Ausgaben oder was? Ich verstehe es nicht. Ladebildschirm. Hat das eigentlich mittlerweile jemand mal ausgerechnet? Wie lange will ich eigentlich vor dem Ladebildschirm sitzen im Prinzip? Unglaublich. Unglaublich ist das. Oh, wir sind tatsächlich da. Okay. Guten Abend. Gib mir Money. Money, 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 Money. Money. Moneten. Nette Abend. Yay, 17.000. Keine 64.000. Dann haben wir ja schon fast die Hälfte von einer besseren Waffe, sagen wir es mal so. Und wir schauen noch mal, vielleicht, Sie das gerade eben war ja auch eine wollen rote Truhe, ob wir die beiden mal eben eliminieren. So, und dann ein Graffiti. Ja, okay, den können wir knicken. Ja. Gut, ein Graffiti. Lassen wir mal so dahingestellt. Wir haben 2 Minuten bereits verbraucht. Aber vielleicht Macht euch können bereit. wir die Mission akzeptieren. 4 Spieler maximal. Was machen wir denn jetzt so lange? Da oben ist ein Verbrecher, den wir uns schnappen könnten. Das werde ich auch tun, wenn ich denn irgendwie hier hochkomme. So. So. So, jetzt aber. Komm, zack, zack, zack. Er will fliehen, dieser Drecksack. Stirb. Ah, und das Spiel startet in Kürze. Das ging ja relativ fix. Haben nur in Anführungsstrichen 4 Minuten dafür gebraucht, vom Start der Mission bis jetzt. Und ja, dann schauen wir doch mal, was hier bei der Nahrungskette so der Fall ist. Ich meine, wir sind ziemlich gut mittlerweile im Schleichen. Wir können einigermaßen Schlösser knacken. Dann wollen wir doch mal sehen, was diese Koop-Mission uns jetzt bringt. Und vor allem, mit wem wir auch zusammenspielen. Das ist natürlich auch mal sehr interessant zu erfahren. Wenn das Spiel denn mal laden würde. Ich werde dann tatsächlich die Mission komplett durchspielen und danach dann den Cut setzen. Auch wenn das jetzt eine Halbstundenfolge wird. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Vielleicht, wenn es sich anbietet, zwischendurch den Cut, aber
Paris 1792. Holz 6. Die Stadt hungert. Brot, bitte. Zurück. Zurück. Lebensmittel waren auf dem Weg nach Paris und verschwanden, bevor sie den Markt erreichten. Los jetzt! Templer. Glücklicherweise entschied sich jemand, der Lieferung zu folgen. Gib mir das Brot. Ich will daran. Das ist meins. Théoron de Mericourt nahm die Angelegenheit selbst in die Hand. Okay. Zeig dem König, dass auch unsere Familien essen müssen. Brot! Die Demonstrationen begannen friedlich, doch als die Menschen verzweifelten, brach Gewalt aus. Töten wir die Bastarde! Paris ging auf sich selbst los. Es gab Aufstände. Man warf Händlern vor, Nahrung zu hauen. Sie brauchten nur etwas Führung. Aufstände, wütende Einwohner und eine instabile Stadt. Genau das, was die Templer wollten. Findet Mericourt und sichert die Nahrungsversorgung. Ja, okidoki, wir sind zu dritt hier. Und, Mericourt schickte den Assassinen eine Nachricht, aber sie folgte den Templern allein. Ihr müsst sie einholen. Ja, sehr schön. So muss das doch laufen. So gefällt mir das. Ah, eine Host Migration, ernsthaft? Wieso erinnert mich das gerade ein wenig an Call of Duty? Oh, der ist gar nicht. Geschlagen, du Arsch! Ja, du gehörst mir! Obacht, das ist ein einfallsreicher Himmel! Ich gebe nicht auf! Okidok. Es gibt keinen Punkt, Hund! Au! Sie muss in der Nähe sein. Sie muss in der Nähe sein, okay. Ja. Gut. Oder halt so, das ist natürlich auch in Ordnung. Dann, So viel zum Thema Bugs. Durch die Welt gefallen und jetzt sowas. Und zwischenzeitlich hatten wir auch schon mal einen Freeze. Oh Mann. Ja, dann wird's doch eine 20-Minuten-Folge und keine Koop-Mission. Wie wär's denn damit? Brauchen Sie Hilfe? Ja, ich brauche Hilfe. Aber nicht von AssassinsCreed.com. Das ist unglaublich. So, ja. Bitte warten. Ach, komm schon. Ernsthaft? Immer noch? Ich möchte nicht warten. Mir ist langweilig. Kommt schon. Ich möchte zocken. Worauf warte ich denn jetzt eigentlich?
Boah, dieses unfertige Spiel, das ist unglaublich. So, schließen. Neu starten. Starten. Ja, bitte. Ja, komm, ist gut, ist gut. Ja, von den historischen Figuren gedingensbummenst. Ja, das wird automatisch gespeichert, das ist schön und gut. Okay, ja. Laden, bitte warten. Geht doch. Warum nicht gleich so? AC Unity Live Update. What? Verbindung fehlgeschlagen. Ist ja nicht so, als hätte ich sämtliche... Weg. Nee, so. Internet Explorer. Weg. Assassin's Creed Unity starten. Okay. Ja, neue Inhalte freischalten. Dauert wie lange? 40 Stunden oder so? Oh Mann. eShop, Viewplay, Extras, ne, Optionen, Initiates. Profil wechseln. Ne, wir wollen natürlich weiterspielen. Hoffentlich. Ach komm schon. Ach komm schon, Ladebildschirm. Mach hin. Nicht ewig Zeit. Also sowas ist halt echt ziemlich bitter, ne? Ach komm schon, werd endlich fertig. Aus einer Zeitung für mich, geh mal her. Okay, nee, da brauche ich. So, jetzt gib mir mal die Karte hier. Also, wir halten fest, Koop-Missionen kacke. Beziehungsweise. Nicht wirklich cool gemacht. Da vorne ist ein Nomad-Punkt. Nochmal Truhen, was haben wir hier? Die Pont Neuf, also die neunte Brücke, die Place Dauphine, also der Dauphinplatz, Palast de la Justice. Okay, ja, keine Ahnung, was machen wir? Vermutlich gehen wir erstmal in Richtung Café Theatre. Yeah, Spaß. Oh Mann. Ein voller Tag. 11 Minuten gibt's wieder Einkünfte. 9000, also 8960 machen wir. Hm.
Frage ist, wo gehen wir denn jetzt mal hin? Wir machen nach, wisst ihr was? Wir machen einfach hier weiter. Wie kommen wir da am schnellsten hin? Ich glaube. Da ist dann unsere schnellste Wahl hier der Gesellschaftsclub. Und mit Gesellschaftsclub sind wir dann hoffentlich dank Ladebildschirm wenigstens zum Ende der Folge so weit, dass wir nächste Folge direkt weiter starten können. Yay! Oh Mann. Oh Mann, ein Ladebildschirm, das gibt's nicht. Oh, oh, oh! Damit hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass wir bereits so schnell dann wieder weiterspielen können. Ich trenne dir den Verfluch. Okidoki. Können wir diese Truhe bereits knacken? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Nein, drei Stifte zu viel. Also praktisch ein Stift zu viel für unsere derzeitige Könnenstufe. Bist du mal bitte nicht aufzulaufen? So. Okidoki. Dann, haben wir die noch mal eben umgelegt und laufen dann mal weiter Richtung Hauptmission und sind schon bei 17 Minuten und haben nichts geschafft. Das ist wieder super. Herrlich, was alles nicht funktioniert. Das ist grandios. Und dabei hatten sie schon 2 Wochen mehr Zeit. Also ich möchte mal echt wissen, wie das Spiel aussah, bevor, also am 31. Oktober, zum pünktlichen Release, sagen wir es mal so. Guten Tag, Herr Bonaparte. Wir machen aber Bonaparte erst in der nächsten Folge weiter. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch eine Bewertung da. Meinetwegen auch eine schlechte, weil das aber da kann ich ja nichts für. Ganz ehrlich, wenn das Spiel abkackt, ich habe das Beste draus gemacht. Ich wollte sogar eine Koop-Mission spielen, aber da verschluck ich mich doch glatt. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin, haut rein.